Es gab viele Solo-Shows in der letzten Zeit an ganz verschiedenen Orten und die Art Karlsruhe ist der einzige Ort bis jetzt, an den ich wieder zurückkomme. Man sieht auf so einer Messe einfach die Bewegung, was alles stattfindet im ganzen Kunstmarkt und trifft natürlich auch unheimlich viele Leute. Da kommen irgendwie dann immer alle zusammen. Wir haben im Programm Heinz Mack, Alex Katz, Tony Craig, Jeff Koons, Julian Schnabel. Wir haben Hermann Nitsch dabei, Günter Uecke, Markus Lüppertz. Das sind alles internationale Topstars und gemeinsam präsentiert zu werden, das ist eine Auszeichnung. Er signiert die Gemälde jetzt tatsächlich mit seinem Namen aus. Wir haben also Löwentraut jetzt komplett als Signatur auf dem Werk stehen. Und er hat jetzt auch die Reife erhalten. Das sieht man an den Werken. Man merkt, dass er sich laufend weiterentwickelt, dass er andere Malstile anfängt auszuprobieren. Ich habe jetzt sehr, sehr viel auch mit der Rakeltechnik gearbeitet, was für mich eine ganz neue Erfahrung ist. Im Gegensatz zu anderen Künstlern, die oft recht flach machen, ist das recht plastisch alles dargestellt. Ich habe die Farben wirklich richtig explosiv knallen lassen in den Bildern. Und das ist jetzt etwas, was sich verändert hat, was auch, finde ich persönlich, etwas mehr Harmonie noch in die Bilder bringt. Das ist einfach Freude. Die strahlen Freude aus und Tiefe. Und das ist alles sehr ausgefallen und kreativ und neu und modern. Es ist etwas, was es vorher so überhaupt noch nicht gab. Ich bin froh, dass ich immer noch weiter die Leute begeistern kann, dass die Bilder immer noch so gut ankommen und dass ich wieder mal die Bestätigung bekommen habe, dass ich mit dem, was ich liebe zu tun, auch Erfolg habe und den Menschen damit eine Freude mache. Es gibt, glaube ich, kaum einen Künstler, der um diese Uhrzeit, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung, bereits ausverkauft ist. Sowohl die Unikate als auch die Grafikedition ist komplett vergriffen. Er bestätigt im Grunde genommen das, was er letztes Jahr ja schon eingeleitet hat. Ein Jahr später wiederholt er diesen Erfolg. Ich glaube, das gibt so dem einen oder anderen die Antwort, der noch daran gezweifelt hat, wie sich Leon in Zukunft entwickeln wird.